Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Folge auf meinem Kanal. Und ja, wir sind wieder am gleichen Respawn-Punkt wie in der letzten Folge BMG Drive. Ich dachte mir, ich will noch eine Folge BMG Drive machen, weil BMG Drive einem falsch Spaß macht. ja, ich war halt gerade noch unterwegs mit dem Polizeiauto und habe ein paar Dings gejagt. Ich war jetzt wieder da. Und heute, weil in der letzten Folge am Ende gab es mich ein Roleplay. Falls ihr das gesehen habt, dann wisst ihr warum. Das gesagt habe, da, weil ich habe jetzt den Typen gefangen, der das Polizeiauto geklaut hat. Das war der Herr Bernhard von Herrn Gisela Berg Superman. Der war das, der dahinter gesteckt ist. Und deswegen, den muss ich halt noch kurz fangen und dann habe ich auch noch, ja, und da habe ich mir noch gerade noch einen Kaffee getrunken und einen Donut gegessen. Das ist ja klassisch für Polizisten. Ich bin aber heute mal wieder als Polizist am Start. Nein, Spaß. Eigentlich fahren wir einfach nur ganz normal Auto. Und crashen halt. Ja, okay, das ist halt jetzt nicht ganz normal Autofahren. Ja, ganz normal Autofahren. Wir fahren ja nicht ganz normal Auto. Aber genau, Freunde. Jetzt geht's erstmal los und wir fahren mal mit den Gravel HR Series. Und zwar in dieser geilen Sweet Tuned Version in Toxic Green. Ich weiß eigentlich, da, aber dann ist doch egal, weil das Auto hat schon Toxic Green. Ist es dann komplett grün? Da fand ich die normale Version besser, aber egal. Wir fahren einfach mal los. Die normale Version mit Blau wäre echt viel besser. Das sieht hässlich aus. Nein, so hässlich ist es auch nicht. Oh. Was zum... Ah, ich weiß was. Ja, warte. Wir haben hier einen Reifen zu viel. So. Bitte entfernen Sie sich, Mr. Reifen. Okay, egal, wir fahren weiter. So. Nochmal. Wenn wir wieder Roleplay machen? Komm, wir machen wieder Roleplay. 3, 2, 1. Ah, meine Güte, jetzt bin ich von der Polizei sogar entkommen. Die Polizei hat nicht gesagt, dass sie mich nicht fangen konnten. Jetzt bin ich mit meinem Nitro-Auto unterwegs und muss hier weiterfahren. Nein. 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 Nein! Ich steck am Baum fest. Ist mir egal. Was hat mal die Gumm? Ah, nein, wir haben versagt. Okay, Ende dieses Roleplays. Das wird so ein kleines Polizei- und Dieb-Roleplay einfach. Wir fahren hier. Weil das war mir nicht der, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Das, was, die was der Polizist da, was der Polizist im roten Polizeiauto gesagt hat. Das, so hieß er, das war er. Er ist, ja, die Polizei war wirklich zu schüchtern, um zu sagen, dass sie ihn noch nicht ganz gefangen haben. Naja, egal. Dafür hat er andere Fälle gemacht. Und ja, wir fahren ihn jetzt gerade. Also, das war, wie scheint, sein Fluchtwagen, den er versteckt hatte, mit dem er auch entkommen ist. Wenigstens haben die das Polizeiauto wieder. Wollt ihr mehr von diesem BMG Drive Roleplays? Ich weiß, die gehen kurz, aber wir können auch mal eine längere Folge machen. Aber das Doofe ist, wir können die halt nicht so Sachen mit wieder stoppen, wie früher mit diesen Videos Auto abgehen. Das können wir nicht machen. Aber wir können ja trotzdem mal immer so verschiedene Roleplays machen. Dann sage ich immer, wenn die eine Stimme zu Ende ist, sage ich immer, stopp, es geht gleich weiter. Und dann halt, ja, dann geht das so weiter. Das wäre eigentlich auch ganz witzig. Genau, wir fahren jetzt mit dem Auto. Komm, machen wir noch ein kleines Roleplay. Und zwar... Wisst ihr, was krasses? Was wir machen können? Ihr kennt auch dieses Auto, ne? Das erinnert mich immer so an Fast and Furious. Weil ich mag den Film sehr gerne. Der ist echt geil, der Film. Und dann kann man den einfach in schwarz färben. Dann denkt man so, ne? Und jetzt kommt's raus. Man kann einfach empty machen. Und Bro, sieht das nicht aus wie bei Fast and Furious? Aus dem ersten Teil? Wie heißt der? Von Dom? Was ist Notoline? Okay, das ist auch cool, aber das ist ja... Was ich aber am liebsten mache, ist All Paint. Das sieht am geilsten aus, finde ich. Weil ich meine, dieses Rostige hier, das hat richtig was. Yeah, wir müssen hier mit Viertelmeilen rennen fahren.
Junge. Schon ein nicer Film. Schon nice Filmreihen. Ja, gesagt. Bro. Nein. Ich bin gebrochen. Als ob das 55 km/h war. Das glaube ich. Okay, so der beschleunigt aber ganz schön schnell. Da sehen wir schnell. Oh, er hat eine sehr gute Bremsung, wie scheint. Wir müssen umdrehen. Er hat gerade komplett reingeschissen. Yeah, okay, okay, oh mein. Alter, wir fahren gerade hier richtig wie... Okay, ich nehm's zurück. Mann, ich wollte da doch nur abbiegen. Ein ganz normaler Drifter. Mensch. Ja, so auch keine Drifting-Karre, Junge. So sieht's am besten aus. Nochmal. Nein, 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 nein. Okay, wir driften jetzt. Machen Drift-Roleplay. Okay. Ich muss entkommen. Ich weiß zwar nicht, wo die sind. Wo die sind, aber wir müssen weiterkommen. Okay, nochmal von neu. So, Roleplay beginnt aber. Digga. So, Roleplay beginnt jetzt. Okay, die sind nicht so hinter mir. Egal, ich fahr trotzdem nochmal weiter. Okay, gut, 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 gut. Ein Schwerverbrecher, Alter. Scheiße! Rückwärts, rückwärts, rückwärts! Schnell, 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 ich sehe nichts! Rand, Rand, Rand! Der Rand hier! Los, 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 gib Gas, gib Gas, gib Bumi! Los, 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 los! Scheiße! Wir haben komplett reingeschissen! Boah, Digga! Dicker. Alter. Ah! Oh nein, die kriegen mich sonst noch. Ja, 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 ja. Fahr, 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 fahr. Schnell, 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 schnell. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Ich weiß nicht, ob die hinter mir sind. Oh, ich habe sie gerade nicht gesehen. Oh, im Rückspiel sehe ich sie nicht. Nee, sie sind da noch nicht. Ich höre aber leicht was. Oh. Nein, 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 rückwärts, rückwärts, rückwärts. Rückwärts, 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 rückwärts. Schnell, 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 schnell. Scheiße. Kacke, kacke, kacke. Fahr, fahr, fahr jetzt los. Ich hasse es. Nein, 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 nein. Mach doch hin. Okay. Wir müssen weiter. Wir müssen. Nein. Nein, 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 nein. Scheiße. So. Okay. Okay. Es geht weiter. Okay. Ja, yeah. Okay, wir sind gecrashed, wir sind gerade komplett gecrashed. Nein. Okay, Ende des Roleplays. Wie fandet ihr das Roleplay so? Also das Ende war sehr krass. Ich meine hier, das Ende war ja sehr krass. Vielleicht sind da gerade ein paar Nebengeräusche gekommen. Wundert euch nicht. Ja. Digga! Ja, das ist jetzt ein bisschen laut. Ich weiß nicht, was sie da machen. Nein, aber. Egal. Butz, Alter. Oh mein Gott, das sieht schon richtig geil aus irgendwie. Wie die Karre hier so steht, wie sie hier so schön glatt, aber auch so kaputt ist. Ah, das Roleplay hat schon Spaß gemacht. Und dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge BeamNG Drive oder nächste Folge generell für ein Video. Woo! Und ich fahre jetzt erstmal ein bisschen weiter. Ah, sorry, wir haben was vergessen. Den Crash des Ende.
Meistens bestehen diese Crashes aus Total-Crashes oder generell nicen, krass aussehenden Crashes, Junge. Das war der härteste Crash, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Dem Fahrer geht's nicht so gut. Rest in peace an den Fahrer. Ciao, Freunde. Und damit ciao mit Au Kakao. Tschüss.